So, damit wären wir zurück zum dritten Part. Dass sie werden es. Mittlerweile ist es schwarz draußen. Ja. Jetzt sollte ich mal das Fenster schließen. Oder zumindest auch drüben. Naja, egal. Wir machen dann mal mit dem nächsten Event weiter. Angesichts der Gegnervielfalt ist es fast schon egal, was wir nehmen, aber. Gut. So, eigentlich bräuchte man hier einen guten Lancer. Damit kann ich jetzt leider nicht dienen. Aber naja, es gibt auch Schlimmeres. Bleiben wir mal dabei. Ein alternativer Caster hat es auch getan. Hört mal kurz auf. Oh, naja. Natürlich mal wieder die drei Schwestern, wenn sie auftreten, dann zusammen. Zumindest die Events. Gut, der macht da irgendwo auch Sinn. Das ist auch nicht das letzte Mal, was wir die gesehen haben. Ich finde übrigens immer auch witzig, dass Medusa die jüngste von allen ist. Das passt ja irgendwie mal so überhaupt nicht rein. Bruder, Alter, der will dir nicht helfen. Trifft's aber ziemlich gut, weil gut er kann. Allerdings muss ich auch sagen, ich kenne das, nennen wir es mal, das Stück selbst nicht wirklich. Hat mich für sowas nicht interessiert. Und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Lol. Was fehlt mir hier noch? Wissen davon, wenn ich das jetzt mache. Die Servants sind tatsächlich alle drei gut. Das ist recht praktisch für die Weekly Quest. Kann man alle drei da auseinandernehmen. Und dann kann man noch mal. Oh lol! Ist lange her, dass ich das gesehen habe, aber das ist ein Servant, der kommt erst in gut einem, ja, ich glaube in gut einem Jahr raus. Wenn nicht sogar noch später. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Das war ihm damals halt kein Stück bewusst. Man hätte entweder gedacht, dass die jetzt noch demnächst rauskommt, oder dass es einfach nur komplett random ist, aber what the fuck. Und dann kriegt die alt bloß 4 Sterne, glaube ich. Ja doch. Lieber sehr interessant, muss ich sagen. Aber komm, Mädels, quatscht nicht so viel, gibt euch ja nicht aufs Maul. Da habe ich mehr von.
Ja, dazu kann man halt nicht viel sagen. Das spricht halt komplett für sich. No Mann. Meine Fresse, wieso wird mir schon wieder so warm drin, ey? Okay. Ja, mal ehrlich, die sollten nicht besonders lange leben. Oh, ist das schön. Nächstes Level 7 nur. Boah, ist das gut. Ich glaube, die geht bis auf die 80% hoch. Wenn sie ausgereift ist. Also wenn der Skill ausgereift ist. Logischerweise. Boah, das gibt's ja wohl nicht. Diese minimalen HP, die da überflüssig sind. Schau, dass du nicht noch mehr kommst. Aber gut. Ey! Das ist bitter. Hätte eigentlich Dinger ausgereicht. Aber nö. Abzocke. Wie ich auch gesehen habe, Sansang geht ja in die Story Summon Bell später auch über. Ist mir gerade erst aufgefallen, ich weiß jetzt zwar noch nicht wann, aber sie ist nicht als Limited Character gemarkt. Was schon recht praktisch ist, das heißt, jeder kann die Spur später ziehen. Ich weiß eigentlich auch jetzt nicht, wie lange das dauert. Ich glaube nicht, dass das sofort passiert. Das ist im Gegenteil, es wird wahrscheinlich ein Weilchen brauchen. Ich glaube, ich mache gleich den Ventilator nochmal an, Alter, das ist nicht auszuhalten hier. Wir haben jetzt aber nicht eine von den anderen gegessen, oder? Das wäre ein bisschen creepy. Entschuldigung. Und war vielleicht ein bisschen laut. Lokong, hä? So, mal gucken, wie habe ich jetzt? 22. Okay, das wird nicht reichen. Da habe ich 23. Ja, vor Eventende werde ich noch welche 100%ig einen 10er Pool noch machen können. Gut, wir sehen uns. Ach so, scheiße. Wir haben jetzt 8 Minuten noch. Darum. Nee. Ja, gut. Schauen wir mal. Stellen wir mal kurz den Shop. Die Materialien sind jetzt nicht so schwer zu farmen. Das ist relativ easy war. Und meine Fresse. 455. Wann verbrauche ich die mal? Das ist viel zu viel. Also ehrlich mal. Und ja, die zweite Hälfte, oder die Lotusblüten sind halt noch nicht drin. Liegt daran, dass die zweite Hälfte erst in einer Woche startet. Naja. Gut. Das war es dann wirklich soweit. Ich sag haut rein. Bis morgen. Und ciao.